RunTV, neue Folge. Heute sprechen wir unter anderem über die MixCon, die jetzt gerade voriges Wochenende stattgefunden hat und über weitere Messen und natürlich auch neue Nummern auf unseren Imprints. Dranbleiben. RunTV. Richtig geile Geschichte. MixCon war am Wochenende in München. Richtig. Ich bin immer noch so ein bisschen durch sozusagen. Es war dann recht anstrengend. Ich selber war ja gar nicht da. Du warst ja mit... Ich war mit Paddy da. Wir haben ein paar Panels gemacht. Wir haben ein bisschen was erzählt in diesen was nennt man das, Vorlesung? Nee, Gesprächsrunden. Ihr habt ein bisschen was über Streaming erzählt. Wir haben ein bisschen was über Streaming erzählt. Ist für mich wirklich eine Ehre, immer wieder zu hören, dass unsere Expertise da halt so gefragt ist irgendwie, weil wir natürlich im Streaming-Markt sehr aktiv sind und das noch nicht so ganz unerfolgreich, glaube ich, mit ein paar Millionen hier und da, Millionchen. MixCon an sich, das Wochenende war mega und München, ey, immer eine Reise wert. Ich habe mega viele Jungs getroffen und die mir auch Demos teilweise zugesteckt haben. Und das ist doch eine perfekte Überleitung zu unserem am Freitag erschienenen Release auf RNFR. Ja. Und zwar die Jungs von Encure. Ja, Encure, genau. Wo kommen die her? Wo haben wir die getroffen? Encure sind wirklich auch Deutsche. Man glaubt es kaum, diese Produktion ist so ultramäßig international und richtig gut geworden mit Brett Miller an den Vocals irgendwie. Extrem gute Nummer. Wollen wir zuerst mal reinhören? Wir hören erstmal rein. Zu erzählen. Erstmal reinhören. Erstmal reinhören, würde ich sagen. Ich fahre mal ab. Ja, geil. Fire for me, baby. Give me everything I've been waiting for. Take me high enough, then face me. Tell me something more. You've been dancing all around me. Came so close, but never took my hand. I was lost until you found me. Tonight I'll be your man. Why does it hurt so good? Wrapping it right around your finger, baby. Looking just like you should. This vision's got me feeling crazy. I've got you all night long and I'm planning on letting you go until tomorrow. Give me your love tomorrow. You can be the way I follow. You can be the way I follow. Und da sind wir zurück. Extrem gute Nummer, wie ich finde, muss ich sagen. Also gefällt mir beim mehrfachen Hören mehrfach gut, wenn man das so sagen kann. Ja. You lead, I swallow, ne? Das hast du jetzt gesagt. Ich glaube, you lead, I follow. I follow, ach so, ja, okay, ja, ich bring das immer durcheinander. Irgendwie. Aber nochmal zurückzukommen. Mhm. Wie sind wir eigentlich zu dieser Ehre gekommen? Wie haben wir die Jungs... Witzigerweise war es letztes Jahr im Oktober zur ADE in Amsterdam, wo ich unterwegs war. Da haben die Jungs mich irgendwie komplett aus dem Off angesprochen. Und hier, hör doch mal rein, wirklich mit Laptop aufgebaut und Kopfhörer rübergereicht irgendwie. Mega. Im Prinzip mega, wo man aber natürlich auch sagt, wenn man hier einen Termin hat und dann gerade dahin will und irgendwie dann, ich bin jetzt höflich und hör mal rein. Aber so. Hartnäckigkeit zahlt sich ja aus. Das hat sich so ausgezahlt und ich muss wirklich sagen, mega sympathische Jungs und ich hätte damit niemals gerechnet, dass es dann tatsächlich am Ende des Tages zu einem Signing auf einem unserer Labels kommt. Und das haben die Jungs im Prinzip gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Haben sie gut gemacht. Und es ist ja auch ganz sympathisch, dass man halt auch mal Gesichter hat. Sonst bekommen wir ja Demos doch zu 99% über E-Mail und andere wilden Wege. Ja. Bitte schickt uns nur E-Mails, nicht über andere Demos, Plattform. Genau. Demos bitte nur per E-Mail und bitte auch keine Anhänge verschicken. Anhänge werden ja immer grundsätzlich gelöscht. Also bei mir automatisch irgendwie. Das funktioniert nicht. Bitte nur Soundcloud-Links. Keine WeTransfer-Links oder irgendwelche anderen komischen Geschichten. Wir driften ab. Wir driften ab. Ja, stimmt natürlich. ich weiß nicht, welche Messe findet ihr denn geil oder wo geht ihr hin? Wart ihr auf der MixCon vielleicht? Habt ihr uns gesehen? Oder schreibt es bitte in die Kommentare. Seid ihr beim ADE dieses Jahr oder beim IMS? IMS heißt es eigentlich. IMS. Auf Ibiza. Wo wir auch wieder sein werden und herumkreuchen und fleuchen und Meetings haben, bis der Arzt kommt. Genau. Schreibt das in die Kommentare. Und wenn ihr uns da irgendwo seht, drückt uns eure Musik in die Hand. Seid nicht schüchtern. Nein, genau. Sprecht uns an. Es kann, wie wir bei den Encure-Jungs gesehen haben, mit einem Release enden und hoffentlich einer doch längerfristigen Zusammenarbeit. Ich glaube, da kommt sogar noch ein bisschen mehr in Zukunft von den Jungs.
Wir sind auf jeden Fall am Arbeiten an einigen weiteren Dingen und ja, lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Auf genau. RNFR kommt das übrigens. So sieht's aus. Also schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Run TV. Alle Links sind unten in der Description und ihr bitte mal einmal auf die Glocke drücken unten und die ein Abo und ein Like da. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Run TV. Wir frühstücken so ab. Wir sind doch Profis, ey. Wir sind doch vom Frühstück.